Heute machen wir mal wieder was Asiatisches. In einem der vergangenen Videos habe ich schon mal eine Tom Yam Gai gemacht. Eine sauer, scharfe Hähnchensuppe. Heute machen wir eine Tom Kha Gai. Das ist auch eine thailändische Hähnchensuppe. Die unterscheidet sich aber darin, dass sie mit Kokosnussmilch gemacht wird. Schmeckt etwas anders, ist nicht ganz so sauer, aber man kann sie auch schön scharf machen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen und Nachkochen. Ihr Venons. Tom Kha Gai Suppe. Hähnchensuppe mit Kokosnussmilch brauchen wir folgende Zutaten. Natürlich Hähnchenbrustfilets, Champignons, Tom Yam Paste, Kokosnussmilch, Fischsoße, kleine Cherrytomaten, 3 Frühlingszwiebeln, eine Zitronengrasstange, 3 Schalotten, 3 Kaffee-Lamettenblätter, eine Knoblauchzehe, eine grüne Chili. So, als erstes braten wir in etwas Kokosnussfett die Tom Yam Paste an. Jetzt kommt das Hähnchenfleisch dazu. So, jetzt kommen hier Kaffee-Lamettenblätter, Schalotten, Knoblauch und der Chili dazu. Und das Zitronengras, das habe ich hier schön angeklopft, damit es kaputt geht und das Aroma gut rauskommt. Zitronengras und Limettenblätter kann man nicht mitessen, die muss man dann vor dem Essen raussuchen. So, jetzt wird mit der Kokosnussmilch abgelöscht. Jetzt kommen noch 250 Milliliter Hühnerbrühe dazu. Muss erst mal ein bisschen köcheln, bis Fleisch weich wird. So, jetzt kommt Schuss Fischsoße. Schmecken. Etwas Chili machen wir noch dran. Mãi
hai chim đắm trong lòng lỡ trái tim vẫn không ngừng nhớ đợi chờ em đến hoa ngủ ein bisschen scharf werden Meine Frau wollte ja 10 Chilis reinpacken, aber mir reichen 2 Stück. So, kommen die Champignons dazu. Und wieder ein bisschen köcheln lassen. So, jetzt kommen noch Tomaten und die weißen Teile der Frühlingszwiebeln hinzu. Wenn fertig ist, dann kommen die grünen Teile der Frühlingszwiebeln zum Garnieren. Die brauchen wir nicht kochen. Nochmal abschmecken. Jawohl. Dann vielleicht noch einen Schuss Mettensaft dran. Aber das machen wir auch erst zum Schluss, weil wenn der mitkocht, dann wird das Ganze bitter. Also noch ein bisschen köcheln, dann ist bald fertig. So, kommen jetzt noch die grünen Teile der Frühlingszwiebeln dazu. So, haben wir fertig. Dazu essen wir dann noch ein bisschen Reis. Sehr, sehr leckere Tom Kha Gai. Hühnchensuppe mit Kokosnussmilch. Thailändische Tom Kha Gai Suppe. Hühnersuppe, sauer, scharf, mit Kokosnussmilch.